Die Treppenmethode für den Möbelverkauf. Warum brauchen wir überhaupt eine Treppenmethode? Warum brauchen wir einen Prozess? Viele Möbelverkäufer sagen, ich mache das ganz individuell. Herr Witt, jeder Kunde ist anders, auf jeden muss ich anders eingehen. Ja, das ist richtig, aber nur wenn wir einen Prozess haben, der einigermaßen auf Autopilot ist, können wir uns ganz genau auf den einzelnen Kunden konzentrieren und auf ihn eingehen und schauen, was er wirklich braucht, dieser einzelne Kunde. So, normalerweise gehen Möbelverkäufer mit der Absicht auf den Kunden zu, ich will dem jetzt was verkaufen. Das wirkt aber erstmal abstoßend, denn Menschen merken, was wir von ihnen wollen. Und wenn wir als erstes ihr Geld wollen, dann lassen sie uns oft abblitzen. Außerdem fahren wir uns selber als Verkäufer jede Menge Frust damit ein, denn wir können nun mal nicht an jeden verkaufen. Ja, einige lehnen gleich den Kontakt ab, andere kriegen wir nicht ins Gespräch, andere sagen nach einem guten Beratungsgespräch, vielen Dank, ich möchte noch mal überlegen. Das heißt, ein hervorragender Möbelverkäufer schreibt noch nicht mal 30% aller Kunden, die er anspricht. Das heißt, 7 von 10 Mal kriegt er Frust, ja, ich habe mein Ziel nicht erreicht, und nur 3 von 10 Mal hat er wirklich das erreicht, was er sich vorgenommen hat. Und das sorgt auf die Dauer dafür, dass sich die Menschen, also die Verkäufer, ganz schön schlecht fühlen, weil sie einfach mehr Frust sich einfahren, als sie Erfolgserlebnisse haben. Der Vorteil einer Treppenstufenmethode mit kleinen Etappenzielen ist, dass wir immer nur das nächste kleine Ziel im Auge behalten. Und wenn wir es erreicht haben, haben wir ein Erfolgserlebnis. Und dann gehen wir die nächste Stufe an. Es ist folgendermaßen aufgebaut. Die einzelnen Stufen sind unterteilt und farblich hinterlegt. Und über jeder Stufe steht, was wir erreichen wollen, was das Ziel ist. Und ich werde Ihnen dazu erzählen, wie die Schritte sind, die uns zu diesem Ziel führen. Und das Wichtige an der Treppenstufenmethode ist, man kann 5 Treppen überspringen und einfach direkt über Ware reden und Ware zeigen. Aber das macht das Ganze wesentlich riskanter. Genauso wie man 5 Treppenstufen überspringen kann und dann wahrscheinlich auf die Nase fällt, fällt man auch oft auf die Nase, wenn man die einzelnen Prozessstufen nicht einhält. Das heißt, worauf wir Wert legen sollten, ist, genau zu wissen, auf welcher Stufe befinde ich mich gerade im Verkaufsprozess mit diesem einzelnen Kunden und dann immer nur das kleine Etappenziel im Kopf zu behalten. Und erst wenn das Etappenziel erreicht ist, die nächste Stufe anzugehen, dafür die richtigen Sachen abzurufen und dann den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt anzugehen. So werden wir immer noch nicht 100% aller Kunden schreiben, aber wir optimieren unsere Chancen und vor allen Dingen wir optimieren auch das Einkaufserlebnis des Kunden. Denn die Treppenstufen sind ganz genau darauf angepasst, wie der Kunde gerne Möbel kauft. Das war die Treppenstufenmethode im Möbelhandel und in den nächsten Videos werden wir die von der ersten Stufe bis zur 7. Stufe durchgehen und erklären.